Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Heute gibt es die Beauty-Inventur für euch. Und zwar heute gucke ich mir so Produkte an wie Peeling, Duschgel, Haarprodukte und so weiter. Und wenn ihr da interessiert dran seid, was sich momentan alles in meiner Sammlung befindet, dann bleibt doch sehr, sehr gerne dran. Ich möchte mir selbst eine Übersichtsliste erstellen, deswegen habe ich hier meinen Laptop, um zu sehen, was ist gerade aktuell in meiner Sammlung, wie viele Produkte habe ich da, um einfach einmal auch die Größenordnung zu sehen. Ich habe zum Beispiel große Schubladen unter dem Bett, wo alles so schnell verschwindet und wie viel steckt denn da wirklich drin. Und deswegen hole ich jetzt die Produkte raus, zeige sie euch. Wir sind heute in der Kategorie Pflege unterwegs. Und da zeige ich oder nehme ich auch nur die geschlossenen Produkte heran, nicht die offenen Produkte, weil das Produkte sind, die jetzt sich dann in den nächsten Tagen, Wochen sicher bald verbrauchen werden. Es geht jetzt rein um mein Backup. Das ist meine erste Kiste. Meine erste Kiste unterm Bett nennt sich Peeling und Handseifen. Und momentan habe ich da mehrere. Ich zeige sie euch jetzt mal kurz, zählen wir sie kurz ab, dann übertrage ich sie in meine Liste. Ich habe von M. Asam Mint and Ice Peeling. Dann habe ich das Coral Beach Peeling. Crema Pistachio. Kokos 1. Kokos 2. Vanille Peeling. Dann habe ich hier einmal Sunny Orange Peeling. Dann das Chai Latte Peeling, zweimal. Dann von Orink reinendes Salz Peeling. Dann noch ein kleines, eine Gommage French Pop-on Body Scrub. Schaut so aus, war mal in der Glossy Box. Dann, das hatte ich auch mal in der Glossy Box, ein Body Scrub Aqua Hero. Schaut so aus. Und dann hatte ich noch dieses Coffee Scrub Körper Peeling von Alverde hier. Das ist auch noch ein Peeling. Das auch. Das hier sind solche Sachets. Die hebe ich mir alle für den Urlaub oder so auf. Isana Coffee and Mango Dusch Peeling. Balea Dusch Salz Peeling. Coffee Scrub von Mainten. Und jetzt muss ich gerade hier gucken. Da habe ich noch von Alverde ein Duschpeeling Bio Ingwer Bio Zitrone aus dem Adventskalender. Und von Hüggens ein Peeling, das war mal in der Goodiebox drin. Und das war's. So, kommt jetzt in meine Liste. Das sind also insgesamt 15 Peelings plus 3 Sachets. Jetzt kommen wir zu den Handseifen. Und da habe ich von Shen und Len Hand Soap, beides mal Rosemary Ginger. Dann habe ich noch von Natürlich Handwaschseife, diese hier, das war mal in der Trendwear Box. Und dann habe ich noch ein paar feste Sachen. Von Hello Body Good Vibes, von Valoloku, diese hier. Dann habe ich noch eine kleine Aleppo und ein Handwaschbit von Rosenrot. Das ist jetzt noch in meinem Backup. Ich habe aber einige erst letztens geöffnet. Also da habe ich gerade 4 oder so neu aufgemacht. Plus an Weihnachten ja auch einige jetzt dann verschenkt. Also ist gar nicht mehr so viel da in dem Moment. Also die zähle ich jetzt auch wieder zusammen. Das sind jetzt 3 Flüssigwaschseifen und 4 feste Handseifen. Wir kommen zu den Duschgels und da habe ich doch ganz schön viel. Also es gibt feste und Reisegrößen und große Größen. Und ich fange jetzt mal mit den festen an. Das ist zum einen der Duschbrocken hier. In der Duftrichtung Kokos müsste das sein, genau. Ich mag den Duschbrocken sehr, sehr gern. Dann habe ich noch von Foamy feste Duschpflege. Die feste Dusche Vanilla Tonkabohne von Bioturm. Von I Want You Naked Shower Soap. Dann habe ich hier noch zweimal die Meeresseife, weil ich die so toll fand, hatte ich die nachgekauft. Die war auch mal in einer Box drin von Sapo Luna. Und noch einmal die feste Dusche von Sean und Len mit der Duftrichtung Mango und Avocado. Jetzt kommen wir zu den flüssigen. Das hier wartet auf den Sommer. Bali Breeze Shower Gel. Dann Pink Pomelo Rose von Trackle Moon ist das. Ein kleines von Alverde Bio Mandarine. Dann ist hier von Baleo Aroma Dusche. Das zähle ich dann zu den Reisegrößen. Dann habe ich eine natürliche Duschpflege Be Good by Bipa. Silver Sparkle from Bilou. Ich
glaube, das zähle ich zu den normalen Größen. Und dann von Bottega Verde. Eins von I Want You Naked Body Wash, Mandarine und Lorbeer. Cannabis Creme Dusche von Dermacell. Von Dermacell Totes Meer Eiswein. Das waren eben die aus den Apothekenboxen. Dann die Dusche Feuchtigkeit Rosemary Ginger von Sean & Len. Dann haben wir noch Kneipp Aroma Pflegedusche Vitali Booster Sanddorn und Kurkuma. Von Sukin eine Riesendusche Body Wash mit Limette und Kokosnuss. Auf die freue ich mich auch schon im Sommer. Dann ein vitalisierendes Duschgel von NAE. Stop to Water While Using Me. Diese hier, das ist mit der Duftrichtung Orange Wild Herbs. Das hier war auch mal in der Apothekenbox, der Creme-Schaum-Dusche von Spitzner. Dann habe ich hier noch die Creme-Öl-Dusche von Sean & Len mit Kokos. Da muss ich schon weitergraben hier hinten. Ist noch was von Molton Brown, ein kleines, eine Reisegröße. Dann haben wir hier noch M. Asam Pistazie. Oh mein Gott, ich liebe Pistazie. Von Butniker Jasmin Exotische Früchte. Dann Balea Creme Dusche No Rain, No Rainbow. Nochmal, nee, das ist Isana Creme Rose, eine Rosendusche. Hier ist noch Balea Schönheitsgeheimnisse, auch eine Rosendusche. Dann, und da weiß ich ganz genau, von wem ich die habe, nämlich von Katrin. Ein Shower Gel mit einem süßen Hündchen Susi. Von Susi und Strolch, meine ich. Dann habe ich noch zweimal, aber ich habe noch nicht getestet. Ich fand es nur spannend, irgendwie Duftrichtung Pfirsich von Billu. Lovely Peach. Zweimal. Nochmal von Dermacell eine Dusche und das ist die Grapefruit und Melisse. Dann noch eine von Trackle Moon und zwar der Maracuja Sundowner. Von Cosnature Energy Shower Lemon and Mint. Dann von Bioturm ein Duschgel, auf das freut sie mich auch schon. Zarte Vanille, ich glaube, den muss ich mal draußen lassen. Ich glaube, den muss ich als ziemlich nächstes in die Dusche packen. Das ist so ein weihnachtlicher Duft. Dann habe ich hier noch von Ayumi Turmeric and Argan Oil Body Wash. Und zu guter Letzt noch einmal, ja, letzte. Die letzte ist von Balea. Creme Dusche White Gloss mit Kokos und Iris. Genau. Also, das sind die Duschgels, die sich momentan bei mir befinden. Ich zähle mal kurz durch. Das waren jetzt 28 Duschgels plus 4 Reisegrößen. Packe ich wieder alle zurück und es geht weiter mit der nächsten Kategorie. So, Bodylotion-Produkte. Die Bodyöle, also Körperöle, habe ich jetzt auch hier mit dabei. Ich sortiere das Ganze in 4 Kategorien. Einmal feste Produkte, einmal Öle, einmal Bodylotion und einmal Reisegrößen. Bei den festen Produkten habe ich eins, und zwar das aus dem Adventskalender. Dann mache ich immer mit dem Rest weiter. Ich habe von Cosnature Regenerationsöl Granatapfel. Dann von I+M Naturkosmetik Spicy Energy Körperlotion. Von CeraVe Body Cream, ja, eine Body Cream. Von Asam die Chai Latte Oil in Lotion. Nehme ich jetzt aber zu Body Lotion. Dann von Sean Len Body Lotion Feuchtigkeit Rosemary und Ginger. Von Rituals Ritual of Meer Body Mousse to Oil. Von Dove Body Joghurt Körpercreme. Die werde ich gleich aussortieren, glaube ich. Die hatte ich von jemandem bekommen, aber ich finde es irgendwie, ich mag den Duft nicht. Also ich habe momentan hier von das Peeling gerade unter der Dusche und ich finde den Duft so schlimm von diesem Macadamia. Ich mag das gar nicht, also ich Macadamia-Reisduft. Ich werde die gleich aussortieren. Dann habe ich hier noch von Dove Strafft in 7 Tagen Body Love. Die war jetzt neulich in der Glossy Box drin. Die fand ich auch toll. Die hatte ich auch schon mal aufgebraucht. Hemp with Cannabis Oil, eine Body Lotion. Ich finde, die riecht mega nach Kokos. Dann eine Body Lotion Nordische Birke von Urtekram. Eine Body Lotion von Caudalie. Ja,
Bodylotion. Mehr kann ich gerade nicht lesen, alles irgendwie auf Französisch. Eine Bodylotion Louis Trenker, auf die freue ich mich schon, die war letztes Mal so toll. Aber die ist wieder Reisegröße, also die packe ich zu den Reisegrößen, die ist nämlich schon für den Urlaub gedacht. Und dann ein Hydro Boost Body Care von Dalton. Ich glaube, die werde ich nicht in Urlaub mitnehmen, sondern hier ganz, ganz langsam und schön verbrauchen. Von Human and Kind, das Body Soufflé. Von Eucerin, Sensitive Relief, eine Gelcreme. Das ist auch so für nach der Sonne oder so sehr, sehr toll für die Haut. Von Ahava Mineral Body Lotion. Noch einmal das Body Soufflé, habe ich das zweimal, das wusste ich gar nicht. Also Body Soufflé ist sogar zweimal am Start. Dann eine Bio Shea Butter. Schaut so aus, gebe ich jetzt auch so Body Lotion dazu. Dann noch einmal ein Körperöl von Cosnature. Und zwar mit Kokos und Mandel. Auch sehr toll. Dann dieses hier von Evoluderm Gelée Corps mit Kokos. Das wollte ich auch unbedingt noch testen im Sommer. Ich habe es diesen aber nicht geschafft. Und dann von Butnicare Kokos Body Butter. Das klingt sehr reichhaltig. Aber Kokos passt auch eher so, ja, ich glaube, die werde das Richtung Frühling, Sommer verwenden. Das nächste ist von Bottega Verde. Latte Corpo mit Traubenkern, irgendwie Extrakten oder so. Dann ein Körperöl, Aprikosenkernöl von Tauasis. Das hatte ich schon mal leer gemacht, das war so, so gut. Ja, dann haben wir von Quechi Body Milk Vanilla. Von Bottega Verde Crema Corpo. Dann eine Bodylotion Magic is in the Air von Balea. Von Below Cotton Candy. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das nehmen möchte, aber wenn ich mal irgendwie ein quietschiges Geschenk oder irgendwas brauche, habe ich was am Start. Dann habe ich die nicht schon. Nee, die habe ich die Handcreme momentan fast leer. Die Good Vibes Shimmery Body Lotion und die riecht so fantastisch toll. Oh Gott. Oh mein Gott, ich glaube aber fast, die muss ich in den Frühling reinnehmen, weil jetzt habe ich gerade auch wieder Orange und Zimtduft und sowas am Start. Ich glaube, das wird so für den Frühling, ist die riecht so toll. Und ich habe gerade die Handcreme fast leer. Oh mein Gott, also Wahnsinn. Das hier ist von Respire, eine Bodylotion After Sun. Sehr, sehr toll, Feuchtigkeit spendet. Ich liebe sie. Dann habe ich hier nochmal eine Bodylotion Feuchtigkeit Chandelier mit Rosemary und Ingwer. Wie könnte es anders sein? Ich habe noch eine Copacabana Creme von Balea im Backup liegen. Dann von M. Asam Dai Chilling Bergamot Körpercreme. Ein riesen Pott. 500 Milliliter sind da drin. Oh mein Gott. Dann habe ich noch einmal eine von Ahava Mineral Body Lotion. Schaut so aus. Ich glaube, das gebe ich auch zu den Reisegrößen. Und Crema Corpo, noch einmal eine mit diesen schönen Blümchen. Die riecht auch sehr fantastisch. Das ist von Bottega Verde. Und jetzt habe ich gerade noch eine von Respire gefunden. Also, oder Respire. Zwei Stück am Start. Und von M. Asam habe ich noch zwei Körpercremes, Soufflé-Creme. Körpercreme Pistachio, hier. Und Körpersoufflé Coco. Oh, ich finde es so schade, dass sie die aufgelöst haben, dass es die nicht gibt. Wenn ich das gewusst hätte, dass die auslaufen, ich hätte mir da noch einen richtigen Peeling-Vorrat angelegt. Da bin ich schon richtig traurig. Aber ich habe jetzt auch wieder Wundertüte am Start. Mal gucken. Und dann habe ich noch zwei solche Oschis hier. Eins habe ich mir selber gekauft. Eins habe ich, meine ich, von Nicole bekommen. Chiquita's Place, bin mir nicht ganz sicher. Das ist so eine Bodylotion. Also so eine Glasflasche, sehr, sehr elegant und riecht fantastisch. Also ich habe sie noch nicht benutzt, aber riecht sehr, sehr toll und eben im Pumper. Also das ist immer auch ganz, ganz wesentlich. Ich mag das Design auch gerne, also die liegen bei mir auch im Backup. Und das war es jetzt auch. Genau, meine Kiste ist leer. Ich werde jetzt mal kurz zusammensortieren und zählen und melde mich gleich wieder. Also ich habe insgesamt eine feste Bodylotion, 26 flüssige Bodylotions, 9 Bodylotions in Reisegröße und 3 Bodyöle. Jo, das war jetzt Körper und so weiter. Jetzt kommt als nächstes Haare, die Haarprodukte. Okay, bei den Haarprodukten sieht es nicht anders aus. Die Kiste ist mega voll. Ich werde es ein bisschen aufteilen in Shampoo, Spülung, Conditioner, Kur, Hitzeschutz, Styling und so weiter. Manche Sachen sind fest, manche sind flüssig, manche in Reisegröße. Jetzt gucken wir einfach mal, was es ist. Ich habe hier von Garnier Wahre Schätze festes Shampoo mit Hafermilch. Oh ja, ich mag den Duft sehr, sehr gern.
Dann festes Shampoo, pH-Balance mit Kokosmilch. Und das riecht auch total frisch und angenehm. Dann ein festes Shampoo, das ist von Barbara Hoffmann. Riecht jetzt von denen her am muffigsten eigentlich. Ja, ist aber relativ dünn, also schmal, man kann es schnell verbrauchen. Festes Shampoo Melisse von der Firma Balde. Dann habe ich hier noch eine Haarseife Lavendel von Mara Naturkosmetik. Da muss ich jetzt einmal kurz. Ja, riecht schon. Ja, sehr, sehr kräuterig, sehr, sehr lavendelig. Da muss ich nur überlegen, ob die bleiben darf. Aber ja, so abends, also abends mag ich den Lavendelduft ganz gern zum Einschlafen. Dann habe ich noch, das ist schon ein bisschen länger bei mir, Meerestraum von Schauma. Feuchtigkeitsshampoo. Und das habe ich gekauft, weil ich fand das Seepferdchen so süß. Und es roch auch irgendwie so gut oder riecht so gut. Ja, es riecht mega gut. Also wie frische Wäsche. Ganz toll. Dann hatte ich noch letztes Jahr welche im Adventskalender, die habe ich noch nicht aufgebraucht. Die habe ich mir gedacht, dass ich die mir in Urlaub mitnehme, aber ich habe es dann vergessen. Shampoo und Conditioner Mini von Etique The Guardian. Also die werde ich dann 22 in Urlaub mitnehmen, weil die sind echt süß. Soll ich die jetzt zu den Reisegrößen dazu zählen? Ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Dann habe ich noch in meiner Box hier von Logona festes Pflegeshampoo. Das ist das mit Kräuterduft. Hanf und Brennnessel, da gab es verschiedene. Da gab es mal ein zitroniges, das mochte ich gar nicht. Und das riecht tatsächlich sehr gut. Also das finde ich toll. Nur, ich habe 2 Monate an so einem festen Stück hier. Das heißt, das hier ist schon ein Jahresvorrat von mir. Dann noch eins aus der Goodiebox. Meine Schwester war so verrückt nach dem Valcœur. Das ist so ein grünes Stück. Ich habe es tatsächlich noch nicht getestet, aber sie fand das mega. Dann ein Conditioner von Rosenrot. Natürlich, wenn man festes Shampoo dann auch nimmt, einen festen Conditioner dazu, das macht Sinn. Ich packe das jetzt nicht aus, das ist sehr, sehr gut eingepackt. Riechen tut das auch sehr frisch, frische Wäsche. Da steht jetzt nicht dran, welche Duftrichtung. Steht nur dran für normales und gesträhntes Haar, verleiht Geschmeidigkeit und Kämmbarkeit. Gesträhntes Haar habe ich noch nie gelesen. Also ja, habe ich. Sehr toll. Gut, das waren jetzt die festen Produkte. Jetzt kommen wir zum Rest. Da habe ich auch noch Haaröle drin, sehe ich gerade. Ein Haarpflegeöl von Rosenrot. Dann ein Haaröl Really Good von Fushi. Das ist eher sowas, was man mal in Urlaub oder so mitnehmen kann. Ja. Dann habe ich hier auch noch ein kleines, das habe ich extra da in meine Box reingelegt. Also ich habe Box in Kiste und so weiter. Weil ich das auch für den Urlaub schon gedacht hatte. Hair and Body Shampoo. Ja, das riecht so ein bisschen nach Zitrone. So schaut das Ganze aus. Genau, weiter geht's. In der großen Kiste, das ist auch ein Haaröl von Moroccan Oil. Ja, das hatte ich auch schon mal aufgebraucht, fand ich sehr toll. Dann, das war auch so ein Mini-Shampoo-Reisegröße. Das hier, Rahua, muss ich mal testen, aber das ist wieder, wie gesagt, auch wieder von Urlaub gedacht. Dann ein Haaröl, Coconut Bay, oh mein Gott, von Mermaid and Me. Und auf das bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Ich habe momentan 2 offene, aber ich nehme mein Gesichtsöl gerade auch noch für Haare. Ja, das riecht voll gut nach Kokos. Also das riecht so richtig nach Kokosöl. Also so wie dieses Kokosöl, was ich auch zum Braten verwende. Ja, also mag ich gern, gern. Dann habe ich hier noch ein Hitzeschutzspray von Got2Be. Ich glaube, ich sortiere es jetzt hier gleich, nicht gleich in Kategorien. Ich mache das dann nachher in Ruhe, weil das ist einfach zu viel jetzt hier. Lightcam Spray von Langhaarmädchen. Bessere Kämmbarkeit, weniger Ziepen. Ich weiß noch nicht, der hat keinen Hitzeschutz drin, oder? Schaut nicht so aus. Also deswegen weiß ich nicht, ob ich den behalten werde. Das hier hatte ich mal in der Glossybox irgendwann und musste es mir dann nachkaufen. Und es gab es nirgends und deswegen habe ich es auf Vinted, glaube ich, gekauft, weil ich fand den Duft so genial. Und ja, also so leichter, blumiger Duft und so. Ich finde das, oh, das roch so gut und deswegen, ich habe es mir nachgekauft sogar. Matte Musky Hair Mask, die müsste da, glaube ich, sogar 2-mal irgendwie drin sein.
Dann 8 Stunden Detox. Die Spülung wollte ich auch schon lange mal aufbrauchen, habe ich immer noch nicht. Dann kommen hier noch Trockenshampoos von Balea raus, von meinem letzten Einkauf. Von Christophe Rabin Aloe Vera Espress Maske. Momentan habe ich auch gerade eine Maske unter der Dusche von ihm und ein Kopfhautpeeling. Sehr, sehr tolle Produkte. Dann von Shawn Len ein Keratinspray. Den mag ich auch sehr gern, hatte ich auch schon mehrmals aufgebraucht. Von Revlon ist das ein Shampoo. Ein kleines, okay. Auch wieder für den Urlaub gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier, habe ich das zurückgeschmissen? Ne, das ist noch einmal. Ich habe das offensichtlich auch zweimal. Genau deswegen mache ich das, weil ich eben irgendwie gar keinen Überblick mehr habe. Hier so ein Haaröl von Moroccan Oil. Eine Winterspülung Magic is in the Air. Die sollte ich jetzt im Winter verwenden. Wahrscheinlich werde ich die demnächst einmal benutzen. Und dann von Herboristeria, und das riecht so gigantisch, 2-in-1 Shampoo und Spülung Latte di Riso mit Maracuja. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Oh. Ja. Dann Shampoo von Shaw & Lender, gibt es doch passenden Conditioner auch noch dazu. Kokos hatte ich schon mal leer gemacht, habe ich mir nachgekauft. Und hier habe ich noch Mango. Ich habe jetzt gerade irgendwie überall Haare von mir. Mit Mango und Avocado Duft und das riecht so toll und ja, mega. Und da hinten irgendwo in der Kiste, da kommt noch Kokos raus. Das hatte ich, wie gesagt, schon mal leer gemacht, habe ich mir nachgekauft. Irgendwann war mal Sale und dann habe ich gedacht, ich muss mir das nachkaufen. Dann war jetzt in dem Adventskalender von Flaconi drin, Kliskur Hair Repair, diese Kur. Tatsächlich habe ich nicht so viel Platz unter der Dusche und ich habe jetzt schon so große Peelingpötte, also ich weiß gar nicht, ob ich die behalten will. Ich bin gerade fast am, ich habe es da drüben schon so ein Stapel angefangen mit wird mich verlassen. Ich glaube, das wird in die Richtung wird mich verlassen gehen. Und dann habe ich etwas, ich muss gerade nochmal dran schnüffeln, ob das, oh ja, das ist es, also fast ist es das, glaube ich. Ja, fast. In meiner Kindheit haben meine Eltern mir immer die Haare gewaschen mit Schauma grüner Apfel. Und das finde ich nirgends mehr. Und jetzt habe ich eins in einem Tauschpaket gehabt. Witzigerweise zufällig grüner Apfel und Brennnessel von Schauma. Es riecht ein bisschen kräuteriger als das, was ich früher hatte. Ich hatte früher nur grüner Apfel, aber das riecht so ähnlich und oh Gott. Das sind so Kindheitserinnerungen. Also falls ihr irgendwo mal Schauma grüner Apfel seht, ja, denkt an mich, sagt mir Bescheid, wo es das gibt. Ja, dann das von eCooking, das Shampoo, das war auch in einer Goodiebox drin. Ja, ich habe halt nur ein paar, diese Haare. Das heißt, ich kann auch nicht zu viel verwenden und es wird mir auch alles irgendwie zu viel sein. Aber ja, Vorrat, also es wird jetzt auch nicht so schnell schlecht. Und ich muss dazu sagen, ich wasche meine Haare, weil ich habe ja sehr trockenes Haar. Maximal zweimal in der Woche oder so ungefähr zweimal in der Woche kann man sagen. So alle 3 Tage wasche ich meine Haare. Manchmal auch 4, wenn es ein Wochenende ist oder so, wenn man bei mir halt keinen so einen fettigen Ansatz sieht. Und wenn ich sie zu oft wasche, fangen sie total an zu schuppen und die Kopfhaut wird sehr trocken. Und deswegen, ich verbrauche Shampoo wirklich ganz, ganz wenig. Dann habe ich hier von John Frieda Volume Lift Pflegespray. Das war auch in irgendeiner Box drin. Ahuhu, Conditioner, Hydro Conditioner. Da muss ich mir irgendwann mal das passende Shampoo dazu kaufen, weil ich finde, das macht immer Sinn zusammen. Also da warte ich jetzt noch zum Verwenden, bis ich mal das passende Shampoo dazu habe. Dann als nächstes das Winter Shampoo von Balea. Dann Hair Ritual by Sisley, eine Haarmaske. Die hatte ich schon mal in groß, die ist so toll. Das war meine allerliebste Haarmaske. Von Revlon habe ich hier noch so ein Conditioner Spray. Schaut so aus. Dann von Isana 2 Reisegrößen Shampoo und Spülung. Genau. Die hier habe ich momentan gerade offen unter der Dusche. Also nicht diese, sondern halt ja die gleiche. Finde ich ganz gut. Die ist von Christophe Rabin. Kennt wahrscheinlich auch jede von euch. War in der Glossy Box drin. Ich meine ja. Dann, das habe ich mir mal gekauft, Happy Naturals 2-in-1 Hitzeschutzspray. Genau. Dann das hier mag ich auch sehr, sehr gerne und benutze ich im Winter total gerne bei trockener Kopfhaut. Die Kopfhaut Balance Ansatz Balsamcreme von Balea. Sehr ergiebig und kann ich sehr empfehlen.
Dann habe ich noch eine Haarkur von Sean und Len mit Kokos. Okay, auch wieder ein riesen Pot halt für unter der Dusche, aber Kokos, also bleibt. Dann haben wir hier noch einen Trockenshampoo. Hello. Eine Wildrose und Jojo Baobab Hitzeschutz und Styling Lotion von Pure 97. So schaut sie aus. Ich weiß nicht. Die Produkte, wo ich bisher hatte, waren jetzt nicht so der Burner. Also ich habe da schon mehrere gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch so gut ist. Vielleicht sollte ich die als nächstes testen, dass ich mir die mal ein bisschen beiseite stelle, dass ich die bald teste, ob die was ist oder nicht. Dann Monoi und Tahiti, eine Haarmaske. Ah, die habe ich mal zur Entschuldigung von der Goodiebox geschickt bekommen, weil da was kaputt war und so. Es hört sich schon so gut duftend an, oh mein Gott. Und die hier, die hat einen ganz, ganz hohen Warenwert. Ich weiß nicht mehr, es waren auf jeden Fall um die 30 Euro. Eine Wärmeentwicklungs-Express-Maske. Also da, die wird irgendwie warm auf dem Kopf, keine Ahnung. Da habe ich schon ein bisschen Angst davor, aber ja. Dann habe ich hier nochmal Haaröle. Und zwar das eine Argan Oil war mal in der Goodiebox drin, das hier. Und dann eins, das habe ich momentan auch gerade offen im Bad und ist schon bald am Leergehen und ich liebe es. Das ist ein Kokosöl, aus habe ich mir in Italien gekauft, Glasflasche. Und was mir daran gefällt, irgendwie, also ich konnte es nicht lesen, weil es alles auf Italienisch, aber es ist so ein dünneres Öl. Also es ist nicht richtiges, dickes Öl oder sowas, sondern die haben das irgendwie nur mit irgendwas verdünnt. Keine Ahnung, was da noch alles drin ist. Auf jeden Fall ist es nicht so dick und deswegen ist es echt schön zum Verteilen in den Haaren. Das hier hatte ich mal von Antje bekommen. Ich erinnere mich tatsächlich einmal. Ich schreibe es mir irgendwie nie auf, von wem ich was bekommen habe. 90% natürlichen Ursprungs Natural Repair Shampoo und es riecht verdammt gut. Ist es nicht das gleiche, was ich auch irgendwo in Fest da liegen habe? Ich meine ja. Ja, dann habe ich, muss sagen, ich habe an Weihnachten ja auch Pakete gepackt für meine Family. Und da habe ich auch jeweils immer ein Duschgel, ein Shampoo oder sowas reingepackt. Also ein paar Sachen haben mich jetzt auch tatsächlich schon verlassen. Living Proof, das ist ein Trockenshampoo. Schaut so aus von der Marke. Keine Ahnung, Living Proof wahrscheinlich. Okay, dann eine Keratinmaske von Forterer Paris. Schaut so aus. Auch noch nicht getestet. Und da ist die zweite Haarmaske von Matt Maski. Und zu guter Letzt haben wir hier noch von John Frieda ein Trockenshampoo drin. Ja, viele, viele Haarprodukte. Das sind jetzt wirklich die, sind das jetzt alle meine Haarprodukte? Das sind jetzt, glaube ich, alle die Haarprodukte, die nicht offen sind. Genau, weil im Bad sind ja alle die, die ich schon benutze. Und es sind auch einige. Also das ist nicht nur ein Shampoo, das sind auch mehrere Shampoos. Das ist nicht nur ein Duschgel, das sind mehrere. Weil ich immer dann, wenn ich unter die Dusche gehe, dann überlege, also ich habe da schon mein festes Ensemble stehen, aber ich habe neben der Dusche noch irgendwie so ein Regal und da stehen noch ein paar andere Sachen, wo ich mir dann überlege, heute mal vielleicht das oder jenes oder so. Ja, und das sind so die Sachen, wo im Bad stehen, die auch als nächstes drankommen. Also wenn ich da jetzt irgendwie das hier jetzt noch ins Bad packe, weiß ich, das hier kommt als nächstes dran, diese Haarmaske. Da steht dann meistens schon irgendwie dann jemand in der Warteschlange. Genau, jetzt zähle ich das alles in Ruhe und befülle meine Spalten hier in meiner Liste und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich kann euch die Haarprodukte jetzt vorlesen. Das wäre einmal Shampoo Fest 9. Finde ich schon relativ viel, weil ich 2 Monate für ein Stück brauche. Shampoo Flüssig 7. Shampoo Reisegröße 6. Spülung 2. Conditioner Flüssig 3. Conditioner Spray 1. Conditioner Fest 2. Haaröle 7. Ja, manche sind klein, aber manche sind ganz schön viel drin. Haarmasken 8. Ansatzbalsam 1. Haarkur 1. Hitzeschutz 2. Pflegespray Entwirrung 3. Styling 1. Trockenshampoo 5. Okay, das ist jetzt so mein Ergebnis von den Haarprodukten. Was mir jetzt hierbei auffällt, ja, die Sachen, ich verbrauche sie schon, glaube ich, auch die Shampoos und so, außer die festen Stücke ist ein bisschen viel und Haaröle sind ein bisschen viel. Aber ich werde wieder irgendwelche Geschenke irgendwie machen oder so. Also das wird jetzt nicht meine Bestandssammlung bleiben, das wird sich immer wieder variieren. So, ich war gerade im Badezimmer, habe meine Zahnprodukte und Deo-Produkte geholt, die ich im Backup habe. Das sind die Deo-Produkte im Backup und die Zahnprodukte im Backup habe ich jetzt nicht in irgendeinem Körbchen oder so drin.
Ich fange jetzt einfach einmal mit denen an. Ich habe Zahnbürsten im Backup und das sind diese hier. Insgesamt 4 Stück. Einmal von Outdoor Freaks eine Bambuszahnbürste. Dann diese Zahnbürste von Mercy Handy. Die ist auch noch neu, die war in so einem Set drin. Dann haben wir Hydrofill, eine, ist das auch Bambus? Nachhaltige aus Bambus, genau, Bambuszahnbürste. Und noch eine Humble Brush. Ha, ja, die habe ich aus einer Box raus, aber ich werde sie schon nehmen. Nee, ich habe die aus dem Trashy raus. Ich werde die schon nehmen. Die Humble mag ich nicht so gern, weil die hier so viel Bambus am Kopfende hat. Also die ist so dick irgendwie. Aber ich werde die dann doch behalten im Backup. Ist die ganz okay. Ja, und dann habe ich noch diverse Zahn... was ist das hier? Zahnseide. Habe ich 3-mal. Ich benutze sie so selten, aber ich muss jetzt echt öfters nehmen. Nee, die hier darf ich nicht mitrechnen, weil die benutze ich schon, sehe ich gerade. Okay, die zähle ich nicht mit. Ich zähle nur die neuen und das sind 2 Stück. Einmal von Trumorrow Dental Zahnseide und die ist von Chinchilla vegane Zahnseide aus Maisstärke. Dann einmal Dental Tabs. Ich habe sie immer noch nicht probiert. Ich wollte es unbedingt machen, aber demnächst, weil ich muss ja meine Review-Videos jetzt dann auch noch drehen. Also werden die getestet. Und dann zu Zahnpasta. Da habe ich einmal die Zahncreme von Porvin Aloe Vera. Dann noch so ein Mini, das werde ich in meinen Urlaub mitnehmen. Le Bon Le White. Marvis, ich glaube, die haben wir alle daheim, oder? Genau. Und dann, die gab es immer bei uns in Aktion, gab es da nirgends. Ich dachte, irgendwo hatte ich mal so ein, weiß ich nicht, so ein Etikett mit verbilligt. Die gab es mal bei uns in Aktion und ich habe da tatsächlich jetzt noch 4 Stück im Backup von denen. Die sind von Odell mit 3 Wassermelone, Gurke und Minze und ich mag die total gerne, aber ich möchte Odor mit 3 nicht mehr unterstützen, deswegen, ja, ich werde sie noch benutzen und dann nicht mehr nachkaufen. Also gut, also Zahncreme ist zum Beispiel so, wo ich mir denke, das könnte eigentlich ein bisschen mehr sein. Also da muss ich meinen Vorrat ein bisschen aufstocken, ist halt wenig in Boxen und so vertreten. Ich sage auch irgendwie zum Glück, ja. Deswegen ist das ein Produkt, was ich mir eigentlich immer selber kaufen muss. Dann zu den Deos und die schauen bei mir so aus. Ich habe, also das sind jetzt wie gesagt alle geschlossene Deos. Ich habe sicher noch 3, 4, 5 oder so offen. Ich glaube eher Richtung 5. Von Akt, eins in Aluminium. Das war in der Blockerbox drin. Ja, super. Mit frisch gemachten Nägeln jetzt. Ja, so eine Tube. Ich finde es sehr, sehr stylisch. Habe es noch nicht getestet. Dazu gab es dieses Drehviech hier, dass man das schön irgendwie dann hochdrehen kann, wenn man es verwendet. Dann habe ich noch 2-mal müsste das da sein. Da unten. 2-mal von Wheel of the Planet. Leider in grün. Viele hatten das in anderen Farben im Adventskalender drin. Ich habe es 2-mal in grün bekommen. Ja, ein Deo mit Limette. Und Limette ist nicht meine bevorzugte Duftrichtung, ganz ehrlich, ich mag es nicht so gern. Vom Duft, ich habe es jetzt 2-mal, ich mag das Deo grundsätzlich, also die Duftrichtung nicht so, aber das Deo. Deswegen mal gucken, vielleicht gebe ich noch eins weg, vielleicht behalte ich auch beide. Dann habe ich von We Love the Planet noch 4 neue. Und zwar Sweet and Soft 2-mal und 2-mal die Forever Fresh Richtung. Genau, ich habe momentan keines auf. Ich habe momentan dieses hier auf und das ist noch ein neues. Genau, habe ich momentan aber so halb leer, auch im Badezimmer das gleiche. Weil du es wert bist, Indian Bliss von Pure Soul mag ich auch sehr, sehr gerne. Das habe ich auch noch in Mini, das war in irgendeiner Box drin, mit Magic Redwoods. Sehr toll, ich war nämlich im Redwood Tree, also in dem, wo die, die Redwood Forest heißt es, glaube ich, die roten Bäume, die Mammutbäume wachsen, in dem Wald war ich, das ist nördlich von San Francisco und das erinnert mich da voll dran und ich glaube, das kommt da auch her oder ist von da inspiriert oder so. Genial, dann habe ich nochmal so ein Limetten-Deo von I+M, aber diesmal. Es riecht einfach auch wieder nach Limette. Ja, weiß ich nicht, warum muss ein Deo so oft nach Limette riechen? Auf das bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das ist ein Baumwoll-Deo von Sean und Len, vegan, sensitiv, aus Glas. Noch nicht getestet. Dann eins von Urtekram, Creme Deo Nordische Birke, passend zu meiner Body Lotion.
Mal gucken, vielleicht kann ich es dann zusammen verwenden. Dann habe ich noch so ein paar Pröbchen einer Deo-Creme von Wolkenseifen. Und da wollte ich immer mal diesen großen Pack bestellen. Ich habe es aber bisher nicht gemacht und habe jetzt hier diese Pröbchen. So schauen die aus. Also dieses Wolkenseifen-Deo. Und die gibt es eben auch in groß und in größeren Probierpackungen und so weiter. Und da wollte ich immer mal noch mehr bestellen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt. Und zu guter Letzt ein festes Deodorant mit ätherischem Palmarosa-Öl. Das riecht megamäßig nach Ahoi-Brause oder sowas. Riecht voll gut. Also so ein festes Deodorant hatte ich so auch noch nicht. Schaut so aus und ich glaube, man muss es dann irgendwie die Achsel feucht machen und dann kann man damit rumfahren oder so. So ein Stück. Ja. Riecht fantastisch. Also ja. Das waren meine Deos im Backup. Und jetzt habe ich vergessen, euch was im Zahnpflegebereich noch zu zeigen. Habe ich ganz vergessen, weil das hier ist auch ziemlich neu bei mir eingezogen. Mercy Handy, das ist in der Geschmacksrichtung Minz, sind das Mundöle. Ich habe das selber noch nie getestet, aber ich glaube, das könnte gut sein. Das sind so kleine Sticks drin mit Öl und das soll so die, was soll das machen, die pH-Wert im Mund oder es ist leider alles auf Englisch hier hinten drauf. Jo, also da steht jetzt nur drauf, wie es geht. Also es soll nach 14 Tagen schöne weiße Zähne bringen. Mhm. Ein Detox-Effekt. Genau, das soll ein Detox-Effekt für den Mund sein. Und das soll man 14 Tage anwenden, 5 bis 10 Minuten jeweils gurgeln oder was? Oh, ich muss mir das nochmal durchlesen. Ja, auf jeden Fall spannend. Ja, ich habe schon viel darüber gehört, dass es toll sein soll, aber ich muss es mal machen mit Kokos und Charcoal. Oh, ist das schwarz wahrscheinlich, oder? Ja, bin ich mal gespannt, also was das ist, wie das ist, keine Ahnung. So, ich mache wieder meine schlaue Liste fertig und wir sehen uns gleich. Zur Auswertung, ich habe momentan 4 Zahnbürsten auf Reserve. Mundspülung, Mundöl 2, einmal diese Packung und einmal habe ich vergessen euch zu zeigen, ich habe nur eine Mundspülung da von Sean & Len. Dann Zahnpasta fest, pulverförmig 1, Zahnpasta flüssig, Anführungszeichen 6, Zahnpasta Reisegröße 1, Zahnseide 2. Dann Deo in der Tube 1, dann Deo im Cremetiegel 5, Deo Stick Fest 2, Deo Stick Flüssig 3 und Deo Fest 1 und Deo Reisegröße 4. Ja, also ein paar Sachen habe ich, wo ich jetzt wirklich toll auf Vorrat habe. So ihr Lieben, und das war es jetzt grob mit den Pflegeprodukten Körper. Ich drehe jetzt gleich das nächste Video für euch. Ich habe die Sachen ja schon stehen mit den Pflegeprodukten fürs Gesicht, aber ich möchte es gerne mehrere Videos aufteilen, damit ihr auch an mehreren Tagen was davon habt. Genau. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut und bis bald.